Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Challenge. Ich bin gerade so richtig derbe in Challenge-Laune, ihr glaubt es kaum. Aber weil ich Cat Got Your Tongue gestern war das für mich, geschafft habe, habe ich richtig Bock auf Challenges. Den Moment haben wir dann vorgestern geschafft und jetzt ist Cursed dran. Und Cursed ist eigentlich eine ziemlich coole Challenge, denn es gibt Itemräume, man hat die gesamte Karte und so aufgedeckt und das ist ziemlich cool. Dem aufmerksamen Betrachter ist es aber vielleicht schon aufgefallen. Hier unten wird der Opferungsraum angezeigt. Ist so ein normaler Eingang. Können wir mal reingehen. Aber hier ist doch ein normaler Raum. Wieso ist hier alles voll mit Zacken? Und genau das ist die Challenge. Durchgänge zu normalen Räumen sind mit Zacken versehen. Ja, das heißt, wir kriegen konsequent Schaden. Müssen damit also auch nicht auf irgendwie Angel Deals oder sowas hoffen. Oder Devil Deals. Aber es gibt immerhin Itemräume. Wir sind Maggie. Wir haben, glaube ich, einen Herzcontainer. Oder zwei sogar. Zwei Herzcontainer mehr als ursprünglich, als normal. Und Splash Damage. Okay, das ist schon mal ganz gut. Und Tears Up ein bisschen. Finde ich nicht schlecht, das Item. Und wir haben natürlich das Yamhart. Es lohnt sich nicht, Wege zurückzugehen oder so, weil wir zu viel Schaden dann einstecken. Und deswegen denke ich, dass diese Challenge ziemlich schnell vorbeigehen wird. Entweder werden wir sie ziemlich schnell verlieren. Oder wir werden sie eben ziemlich schnell gewinnen. Erstmal das Yamhart hier einsetzen. Ich glaube, wir hatten schon ein ganzes Herz verloren, ne? Ja, guck mal, hier könnte man sich jetzt überlegen. Gehe ich vielleicht zurück? Wäre eine Möglichkeit, aber ich denke, wir gehen lieber hier in diesen Geheimraum. Weil sonst nehmen wir gleich ein ganzes Herz mehr Schaden. Und das ist natürlich nicht so praktisch dann. So, das sieht echt cool aus. Sieht aber auch irgendwie danach aus, als würden wir mehr Damage machen, oder? Wollen wir die Pille mal nehmen hier? Einfach Bells. Okay, dann haben wir Pillen halt gefunden. Ist ja okay. So, hier sprengen wir mal. Mal sehen, was es hier Schönes drinne gibt. So einen Automaten, der uns nichts bringt. Okay, wunderbar. Dann ist der erste Boss dran. Wir müssen auch nur bis zum Arm kommen, soweit ich das jetzt richtig im Kopf habe. Von daher alles gut. So, ich glaube, Splash Damage ist gegen Duke of Flies ziemlich nice, weil wir eben die umliegenden Fliegen halt auch ziemlich gut treffen werden. Außer er spawnt halt die ganze Zeit diese Riesenviecher. Dann ist es ein bisschen schwieriger. Die halten nämlich etwas mehr aus. Okay, haben wir aber auch schon geschafft und ohne Schaden hier genommen auf dieser Ebene. Also, theoretisch jedenfalls. Praktisch sieht das nicht ganz so aus, weil wir ja natürlich immer an den Zacken vorbei mussten irgendwie. Okay, wie sieht's hier aus? Wir brauchen jetzt natürlich Schlüssel, die wir nicht haben. Da wäre ein Mini-Boss. Wir könnten uns hier reinsprengen und von da in den Itemraum sprengen. Wir haben allerdings keine Bomben, deswegen müssen wir wahrscheinlich diesen Itemraum einfach auslassen. Das habe ich halt so gemerkt in meinen Erfahrungen. Ich bin oft gestorben, weil ich zurückgegangen bin zu einem Itemraum. Man verliert einfach so viele Herzen. Und ich habe diese Challenge auch tatsächlich noch nicht geschafft auf meinem Privatspielstand. Lag aber einfach daran, dass ich immer ein bisschen Pech hatte. Jetzt allein mit diesem Splash Damage haben wir schon etwas mehr Glück als ich sonst immer hatte. Ist zumindest so mein Gefühl. So, gleich mal hier Yamhart einsetzen, dass wir wieder voll sind. Damit sich das hier auch schon wieder aufladen kann. Und dann ist alles gut. Da würde ich auch gerne hintergucken, was sich in dieser roten Truhe da vielleicht verbirgt. Aber das werden wir leider nicht machen können. Weil... Na, warum wohl? Genau, weil wir keine Bomben haben. Aber wir haben Schlüssel, fällt mir gerade mal auf. Wir haben Schlüssel, oh nee, und sind nicht in den Itemraum gegangen. Woher haben wir den Schlüssel? Woher haben wir diesen Schlüssel? Ich weiß es nicht. Ja gut, komm. Dafür lohnt es sich jetzt doch nochmal, ein Herz in Kauf zu nehmen. Das Unicorn. Ja gut, das schützt uns dann mal, wenn wir durch den Raum gehen wollen, klar. Einmalig. Und für Bosse ist es ganz nützlich. Aber insgesamt brauchen wir unser Yamhart. Wir sind darauf angewiesen, auf jedes Herz. Verdammt, da hat sich der Weg dann zurück nicht gelohnt. Schade. Ihr seht schon, man kriegt viel, viel Schaden dann, ne? Sehr, sehr schnell. Jetzt fehlen uns schon anderthalb Herzen plötzlich. Und die kriegen wir so schnell auch nicht mehr voll. Außer uns werden jetzt hier schön viele Herzen gedroppt. Wir haben ja auf jeden Fall auch noch ein Trinket. Ich weiß gar nicht genau, wie es heißt. Child Heart oder so. Das droppt uns ja auch manchmal noch halbe Herzen. Ja, wow, das bringt uns auch mal gar nichts wieder. Wir haben halt auch absolut nichts, ne? Keine Schlüssel, keine Bomben. Also gut, eben hatten wir immerhin einen Schlüssel, um mal in den Itemraum reinzugucken zu können. Aber ansonsten, wir müssen hier ein bisschen aufpassen, ne? Du bist etwas leicht explosiv. Ja, hier könnte man sich jetzt auch überlegen. Gehe ich nochmal zurück und gucke in den Geheimraum. Aber ich denke, das lassen wir mal ganz schnell. Denn wir haben so schon ziemlich viel Schaden einstecken müssen. So, jetzt dich mal hier. Komm. Wunderbar. Also gefährlich ist es hier noch nicht, die Ebenen. Aber ihr seht schon, wir verlieren nach und nach immer mehr Herzen. Und können uns jetzt mal wirklich gut wieder auffüllen. Zwar nicht perfekt, aber immerhin gut. Und ich hoffe einfach mal, dass Monstro hier auch noch
das ein oder andere Herz für uns hat. Ein Herz für Maggie, komm schon. Monstro, gründe diese Organisation. Du magst uns doch, oder? Du magst uns doch. Eves Liebling ist Daddy. Und Maggies Liebling ist Monstro, oder? So war das doch. Oh, oh, da hat er uns ein bisschen eingeengt gerade. Na, okay, komm. Verfolge mich, mein liebes Monstrolein. Aber sehr gut, kriegen wir ohne Schaden gebacken und ein Herzchen für uns. Wunderbar, und hier auch noch so eine kleine Box mit Stuff. Ja, nehmen wir alles mit. Wir haben also auch einen Schlüssel für den Itemraum. Könnte sich also lohnen. Pheromone und The Devil. Okay, das kann uns auch helfen. Gegen den nächsten Boss vielleicht oder so. Mal schauen. Wie sieht's aus? Liegt der Itemraum irgendwie auf dem Weg zum Bossraum? Ja, liegt er. Das ist sehr gut. Das ist wunderbar. Dann können wir bei dem auf jeden Fall auch vorbeischauen. Das ist doch schon mal schön zu wissen. So, diese Fledermäuse hier müssen wir ziemlich schnell eliminieren, sonst machen sie uns Schaden. Das war nicht so gut. Das sind sogar, waren das Special-Formen? Ja, ne? Die haben uns ein ganzes Herz Schaden gemacht. Die halten auch so viel aus gerade. Fuck, 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 fuck. Okay, haben wir überstanden. Hier ist jetzt nichts gedroppt weiter, ne? Dann gehen wir in den großen Raum, denn von da kommen wir zum Bossraum und auch zum Itemraum gleich. Das ist doch schon mal sehr schön. Guck mal, hier können wir mit dem Splash-Damage schon viel ausrichten. Komm, 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 komm. Stirb doch! Mann, das war knapp. Der wäre fast wieder angekommen. So, irgendwo haben wir hier aber noch so ein schnelles Viech hier. So, da müssen wir aber aufpassen. Wenn der jetzt zu uns kommt, dann wird der uns wahrscheinlich vernichten. Gut. Aber jetzt haben wir ihn. Oh Gott! Boah, wie kommst du denn angespeedet, mein Freund? Hier haben wir noch einen. War's das? War's das schon? Nein. Irgendwo ist noch einer, der hier umherdümpelt. Shop oder so lohnt sich ja auch überhaupt nicht, weil wir keine Münzen haben. Ich meine, gut, wir könnten hier diese Häufchen auspusten und hoffen, dass hier das eine oder andere Herz vielleicht drin ist. Aber das glaube ich nicht. So, bitte kein Space-Item. Bitte kein Space-Item. Charm of the Vampire, das ist ziemlich nice für uns. Je mehr wir töten, desto mehr werden wir geheilt. Also ich glaube bei, ich weiß nicht, wie viel es damals waren, 13 oder so. Wenn wir 13 Gegner töten, kriegen wir Leben dazu. Das ist natürlich optimal für diese Challenge. Also ein richtig, richtig gutes Item. Da oben ist der Geheimraum, da werden wir auch gleich mal reingucken, denke ich. So, guck mal, dann auch schon mal gleich so ein Raum, wo wir nicht gerade wenig haben. Jetzt wäre so ein Duke of Flies echt gut, da könnte man sich wirklich richtig gut aufheilen. Weil er ja die ganzen Fliegen spawnt und so. Ich glaube, da besiegt man tatsächlich sehr, sehr viele Gegner. Hier, dieser Raum wird noch nicht reichen, um sich tatsächlich zu regenerieren. Es wäre auch ziemlich nice, das Item zu haben, wo wir uns von alleine regenerieren, ne? Und noch ein HP abbekommen. Das wäre ziemlich nice, wenn wir das kriegen würden. Jetzt beim nächsten Boss. Das wäre optimal. Also wir brauchen eigentlich nicht viel Schaden, sondern mehr so Zeug, womit wir uns heilen können. Okay, Geheimraum. Der müsste dann hier sein. Vielleicht ist das ja ein Herzraum. Weiß man nicht. So ein Automat. Ja, eigentlich. Naja, vielleicht kriegen wir ein Seelenherz raus oder so, aber eigentlich brauchen wir es nicht. Cursed Skull ist natürlich das Schlechteste, was wir kriegen können. Death. Death oder Devil? Ich glaube, ich nehme Devil. Death macht halt Schaden im Raum. Und Devil macht uns stärker. Deswegen nehme ich, glaube ich, Devil für den Boss dann. So, hier können wir doch einfach stehen und die werden auf Dauer getroffen werden irgendwann, oder? Nice, okay. Autsch. Ach, Mist. Mist, Mist, Mist. Aber immerhin ein Seelenherzchen. Ist ja auch schon was. So, wen kriegen wir hier? Husk. Husk ist auch ziemlich nice, um sich zu regenerieren. Okay, lass Devil einsetzen. Ich glaube, das ist ein bisschen besser, wenn wir hier aggressiver werden. Ein bisschen mehr Schaden machen. Weil, wow, wie kommen die denn angeflogen teilweise, ey? Das ist der helle Wahnsinn. Husk macht uns auf jeden Fall mehr Schaden, als wir hier jemals regenerieren könnten. Wir setzen uns richtig unter Dauerfeuer gerade. So, könnten wir dann irgendwann mal Regeneration bekommen? Wir haben doch jetzt schon jede Menge Gegner besiegt, oder nicht? Du stirb. Okay, Damage up. Das ist ganz gut. Aber unser Leben sieht nicht so gut aus. Aber auch nicht so mega schlecht jetzt. Passt schon. Ist in Ordnung, so wie es ist. So, wie sieht's hier aus? Haben wir einen Schlüssel? Ja. Und wir müssen ziemlich viele Räume durchqueren. Kommen aber zum Glück auch am Itemraum vorbei. Also, die Itemräume kriegen wir im Moment gut hin. Das finde ich supi. So, mal schauen, ob hier vielleicht rote Herzen drin sind. Nee, irgendeine Pille. iPhone Pills. Okay, jetzt nicht die krasse Overpille, ne? So, am wichtigsten ist, dass wir eigentlich Räume finden, wo wir gegen Gegner kämpfen können. Am besten gegen leichte Gegner. Oh, guck mal, wir haben uns regeneriert endlich mal. Und dann da keinen Schaden nehmen. Zacki-Zacki-Raum würde sich
Oh, jetzt habe ich die Pille einfach mal genommen. Würde sich natürlich an sich lohnen, weil wir nicht mehr Schaden einstecken als sonst. Aber ich glaube, darauf verzichte ich tatsächlich. Wir versuchen mal hier so durchzukommen einigermaßen. Ah, das war nicht schlau. Gar nicht schlau war das. Leider ein bisschen Schaden einstecken müssen. Können wir dich jetzt mal töten? So, Yamhart. Immerhin. Ah. Okay, ist jetzt nicht der schwierigste Raum, glaube ich. Aber auch nicht der leichteste. Auch nicht der leichteste. Okay, einen haben wir. Von der Sorte. Oh, 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 oh. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. So, jetzt mal hier die ganzen Raupen eliminieren. Da ist so ein rotes Viech, das droppt ein Herz. Nice. Rote Special Formen sind natürlich auch ziemlich geil, weil sie eben Herzen droppen und noch ein Seelenherz dazu. Jetzt sieht es wieder ganz gut aus. Die Sanduhr, die verlangsamt Gegner, ist aber wieder ein Space-Item. Wir brauchen unser Yamhart. Mann, das hier waren jetzt schon nicht so schlechte Items dabei auf jeden Fall. Gehst du weg? Boah, auch nochmal regeneriert. Sehr nice. So, erstmal die ganz kleinen Kackhäufchen, bevor wir in die reinlaufen. Dem hier können wir einigermaßen ausweichen, denke ich. So, komm, 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 komm. Wir haben ja ein bisschen Damage abbekommen. Von daher sollte unser Damage ja eigentlich reichen, um hier ein bisschen Schaden anzurichten. So, jetzt geht's hier runter. So viele Räume sind es ja doch gar nicht, die wir durchqueren müssen. So, komm, 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 komm. Ja, nice. Einen haben wir auf jeden Fall schon. Zwei haben wir. Drei haben wir. Oh Gott, da kommt der nächste. Okay, wunderbar. Fehlt nur noch der da unten. Kriegen wir den von hier getroffen? Nicht wirklich. Nie wirklich. Ein bisschen Speed wäre noch nice. Aber wir haben ihn. Und sogar regeneriert, glaube ich, nochmal. Yamhart brauchen wir jetzt noch nicht einsetzen, oder? Ich finde, das lohnt sich nicht. Und Shop lohnt sich auch nicht. Das heißt, wir gehen jetzt in diesen Raum und setzen jetzt das Yamhart ein. Dann lohnt es sich auf jeden Fall. Hier mal durchgehen. Okay, die haben wir. Nice, jetzt keinen Schaden hier bei ihm bekommen. Und dann sieht alles gut aus. Perfekto. Voll geheilt in den Bosskampf. Hier unten ist noch der Supergeheimraum. Vielleicht gibt es da auch noch was Interessantes drin. Mal schauen. Oh ne, nur Bomben. Okay, Boss hier. Dann komm mal, mega fertig. Okay, mega fertig könnte sehr, sehr schwierig sein. Sehr, sehr schwierig. Auf jeden Fall. Oh, oh nein, er hat mich in seine scheiß Pfütze gezogen. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Vorsicht, 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 Vorsicht. Oh, der Sog ist ziemlich kräftig, ey. Ziemlich, ziemlich kräftig. Macht nicht gerade wenig Anziehungskraft, scheiß. So, Vorsicht, dass er nicht gleich angesprungen kommt. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Sehr gut. Und jetzt nicht wieder anziehen. Oh, den schnellen. Ja, der hat mich erwischt. Da kommt der etwas langsamerer. Jetzt werden wir bestimmt gleich angezogen. Aber kriegen wir hin. Nice. Und ein HP ab. Und auch wieder ein Herz, das uns... Achso, das hat uns auch voll geheilt schon. Das HP ab. Okay, das ist natürlich ganz nice. Dann würde ich sagen, gehen wir in die vorletzte Ebene, glaube ich schon. Das ist sehr gut. Es sieht im Moment echt, echt ganz gut aus. So, wie schaut's aus? Wir haben den Schlüssel. Müssen auch wieder am Itemraum vorbei. Nice. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Sehr, sehr schön, dass wir hier tatsächlich in jeden Itemraum rein können. Ohne zusätzlichen Schaden in Kauf zu nehmen. So, Vorsicht. Oh, oh, da kommt noch einer. Die kleinen Kackhäufchen gehen mir hier gerade so ein bisschen auf den Nerv. Weil die laufe ich bestimmt rein, in aus Versehen. Einen anderen Zweck erfüllen die ja auch, glaube ich, nicht, als dass man hier vor lauter Angst und Panik in die Reihen läuft. Aua, Mann! Ich bin doch schon ein bisschen zur Seite gegangen. Trotzdem hat er uns erwischt. Das ist nicht so schön. Aber komisch, wir haben... Achso, wir haben regeneriert. Okay, das kann natürlich passieren, dass wir hier nochmal regenerieren können. Weil hier ja doch relativ viele kleine Kackhäufchen... Wow! Sind. Meine Güte, erschreck mich nicht so, bitte. Ja, da haben wir nochmal regeneriert, sind wieder voll. Charm of the Vampire ist perfekt, natürlich. Für diese Challenge. Hier ist auch noch ein halbes Herz sonst. Das heißt, wir könnten sogar eventuell irgendwo reingehen. Lass mal die hier auch noch besiegen. Dass wir eventuell... Ah, guck mal, hier ist sogar... Ja, dann mache ich das sogar. Dann gehe ich sogar hier rein. In den Zacki-Zacki-Zacki-Raum. Zacki-Zacki-Zacki. Werden immer mehr Zacken. Bleib weg von mir. Und hier, komm, lass mal hier was Interessantes drin sein. Nope. Hat sich nicht gelohnt. So, jetzt haben wir zwar zwei Herzen insgesamt verloren. Aber hier war ja noch ein ganzes... Da oben lag noch ein halbes gleich. Außerdem dürften wir uns auch bald wieder regenerieren, denke ich mal. Von daher passt das schon alles. Oh, 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 oh. Der Raum könnte richtig eklig werden. Okay, eine haben wir schon mal. Eine haben wir schon mal. Oh, Vorsicht, die kommt gleich. Schön aufpassen. Schön aufpassen. So, jetzt. Komm, 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 komm. Komm, du doofes Herz. Stirb. 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 Okay.
Regeneriert haben wir uns auch noch. So, jetzt hier rein. Das ist ein echt unschöner Raum. Aufpassen, wenn es schießt. Aber gut gemeistert, denke ich. Ganz gut gemeistert. Lass mal hier sprengen. Ich habe auch nie auf blaue Steine oder so geachtet. So, wir sind wieder erstmal einigermaßen voll. Okay. Ein paar Mal treffen, das wäre gut. Okay, einen haben wir von der Sorte. Jetzt nur noch dich. Ein, zwei Mal treffen. Nice. Ich überlege gerade, was sinnvoller ist. Okay, einfach straight runter, ne? Einfach straight runter bringt am meisten. Okay, hier können wir wieder ordentlich Gegner besiegen, denke ich mal. Von daher schön rein hier. Immer rauffeuern, immer rauffeuern. So, den einen dürften wir ja schon bald zerlegt haben. Ihmsen hier. Gut, haben wir auch schon. Dann lass auf ihn konzentrieren. Sehr schön. Ja, seht ihr, da haben wir uns schon wieder regeneriert. Regeneriert. Hier ist eine Bombe. Ich hoffe, ich treffe beides und nicht gar nichts von beiden. Okay, eine Karte einmal und dich. Oh Gott, wäre ich fast noch reingelaufen. Cherry, yo! Das ist nice. Das ist nice. Werden wir uns, denke ich, aber trotzdem für den Boss aufheben. Oh, guck mal, wir hätten noch voll eine Abkürzung gehen können, sehe ich gerade, durch den Geheimraum, ne? Ah, Mist. Habe ich nicht dran gedacht, irgendwie. Habe ich irgendwie übersehen. Na egal, vielleicht gibt es jetzt hier mal das Mega-Item. The Wafer. Okay, ziemlich nice, auch wenn wir nicht zu Marm weiter müssen. Aber dennoch nicht unbedingt schlecht. Jetzt machen halt Special Form und... Oh Gott. Special Form und... oh Gott, wir haben eine ziemlich miese Range. Ah, fuck, einmal getroffen. Zweimal getroffen. Das war nicht so gut. Aber wir haben Chario. Chario erspart uns da schon wieder jede Menge. Ich weiß gar nicht, gegen wen ich das einsetzen soll. Gegen den Gegner jetzt oder gegen Marm? Ich denke, das entscheiden wir relativ spontan, ne? Ne, guck mal, da unten ist noch ein Geheimraum. Ich hoffe einfach mal, dass das dann der Dingsraum ist vielleicht. Beziehungsweise können wir auch hier eigentlich ein bisschen dran spielen. Und einfach mal auf so ein paar Herzchen hoffen. Ich denke, das wäre jetzt auch nicht so verkehrt. Na komm, lass was Tolles draus droppen. Eine Pille. Dann will ich die nehmen. Aua! Wieso ist der explodiert so schnell? Keine Ahnung. Speeddown, scheiße. Scheiße. Matchstick will ich gar nicht. Nein, nein, ich will das Charles Hart haben. Oh Mann, einfach explodiert der Kack, ey. So ein Mist aber auch. Ja, Speeddown ist ja hier natürlich richtig, richtig nice. Scheiße. Eventuell hätte ich hier schon Chario einsetzen sollen. Eventuell schon, aber jetzt haben wir es einigermaßen hinbekommen. Und... Okay, wir kriegen eine Bombe. Dann lasse ich auch eine Bombe hier droppen. Seht ihr? Schwarzes Herzchen. Okay, geht schon. Okay, nice. Jetzt nur noch dich. Perfekt, getroffen. Super. Hier ist noch eine Münze, also Shop lohnt sich auch beim nächsten Mal dann. Wenn wir noch am Shop vorbeikommen. Beim nächsten Mal. So, ja gut, dann lass ich hier sprengen. In der Hoffnung, dass hier so ein Herzraum am besten drin ist. Das wäre wirklich am besten. Pillen. Pheromone. Unbekannt. Tears up, okay, nice. Lemon Party. Und Amnesia. Amnesia ist natürlich tödlich hier. Deswegen sehr gut, dass wir das hier bekommen haben. Was war das? Pheromone. Ja, okay. Cherio. War jetzt nicht der Mega-Raum, aber wir haben immer ein bisschen Tears abbekommen. Wow, ich glaube, wow. Nehme ich tatsächlich... Oh, fuck. Nehme ich tatsächlich so. Auseinander. Ich meine, klar. Ach so, der fährt mehrmals hier lang. Wie oft denn? Jetzt ist aber mal genug, oder? Jetzt ist doch mal genug hier. Immerhin kriegen wir durchweg nur ein halbes Herz Schaden. Das ist ja auch schon mal was. So, ein bisschen da treffen. Ein bisschen hier treffen. Jetzt kommt er doch schon hier und bleibt da. Sehr gut. Jetzt haben wir die kleine Form. Die ist natürlich ziemlich schnell, während wir sehr langsam sind. Aber dann haben wir Chario auf jeden Fall noch für Marm. Das ist natürlich sehr, sehr gut. So, okay. Nice. Bisschen geraggt. Hier noch da was. Und ein Cube of Meat, der uns schützt. So muss das Ganze aussehen. Und jetzt gehen wir in die letzte Ebene. Zu Mami. Little Mami. Ich hoffe, der Weg ist nicht so weit. Hier haben wir eine Arcade. Okay, Itemraum und Shop ist da oben, während der Boss da unten ist. Das heißt, darauf müssen wir leider pfeifen. Ich würde sagen, wir gehen in die Arcade. Gucken, was es hier Schönes gibt. Ja, lass uns hier dran spielen. Und ich hoffe, der fliegt nicht wieder einfach so in die Luft, wie eben. Das war ein bisschen komisch.
Habe ich nicht so ganz gecheckt, warum der einfach in die Luft geflogen ist so schnell. So eine Bombe. Okay, Bombe ist sehr nice. Dann lass das Ding schon mal sprengen. Vielleicht kommt da was Schönes raus. Zum Beispiel ein Herzchen. Sehr schön. Ich würde sagen, wir heilen uns hier auf jeden Fall auf. Halte ich für sinnvoll. Vielleicht kriegen wir auch noch die ein oder andere Pretty Fly. Und ja. Das wäre ganz cool. Ein halbes Herzchen noch, komm. Halbes Herzchen wird ja wohl drin sein, oder? Na komm. Sei ein braver Automat. Bitte. Eine Pille. Ich weiß nicht, ob ich sie nehmen möchte. Oh, danke. Im letzten Moment noch. Ah, von Pills. Okay. Dann lass hier noch einmal dran spielen. Okay, nix. Gut, dann werden wir jetzt hier runtergehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, den haben wir schon mal. Der springt schon nicht mehr. Damit ist es schon mal nicht mehr wirklich ein gefährlicher Raum. Außer da treffen uns random Kugeln. Und jetzt springen wir uns durch den Geheimraum hindurch und sparen damit einmal einen Raum und finden einen Ghost Baby in den kleinen Skelettköpfchen. Das ist doch mal sehr nice. Lass mal hier springen. Vielleicht kriegen wir ja noch eine TSA-Pille. Das wäre doch ziemlich nice. Hatten wir noch nicht. Paralysis, okay. Ja, wir sind ziemlich langsam. Leider schon. Eine Bombe haben wir noch. Werden wir diese Bombe noch brauchen? Ich weiß es nicht. Beziehungsweise weiß ich es, glaube ich, schon. Oh Gott, Vorsicht, 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 Vorsicht. So eins nach dem anderen hier mal vernichten. Gut. Oh Gott, da oben war noch... Nein, oh, fast reingelaufen. Wow, das war knapp. Das war echt knapp. Ja, Yamhart brauchen wir im Moment nicht. Tatsächlich. Können wir uns aufsparen. Würden wir eh nicht nochmal voll kriegen. Okay. Der Raum könnte eklig werden. Muss er aber nicht. Zwingend. So, lass hier machen. Und jetzt hier die ganze Zeit. So, oh, da kommt mir einer schon sehr, sehr nah. Aber gerade sind sie sichtbar. Gerade sind sie sichtbar. So, da war einer. Hier einfach hinstellen. Hier kommen sie nicht durch. Hier kommen sie nicht durch. Sehr gut. Das war's, ne? Okay, perfekt. Gut. Das heißt, im nächsten Raum, wenn wir den nächsten Raum betreten, können wir unser Yamhart einsetzen. Beziehungsweise, nein, wir sind voll. Wir sind voll geraggt. Lass mal hier... Nee, lass mal hier springen. Ich glaube, die Chance, dass hier Seelenherzen drin sind, ist höher, als dass da schwarze Herzen drin sind. Leider hat es dennoch nicht geklappt. Okay. Lass das Yamhart noch schön so, wie es ist. Sehr schön. Das dürfte eigentlich klappen. Nice. Hier ist sogar noch ein ganzes Herz. Könnten wir sogar noch woanders vorbeigucken, in den Geheimraum vielleicht, aber wir haben eh keine Bombe. Von daher gehen wir jetzt zu Mami und setzen gleich mal das ein. Komm. Komm, Mami. Komm. Hier, hier, nimm. Nimm, 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 nimm. Okay, schön viel Schaden gemacht, glaube ich. Ohne selbst Schaden zu kassieren, ist das natürlich ziemlich nice. Jetzt können wir das... Okay, Yamhart war etwas zu früh eingesetzt, aber ich denke, das sollte jetzt nicht das Problem werden. Ich glaube, die Challenge haben wir erfolgreich gemeistert. Ich denke schon. So, da kommt der Fuß auch schon. Und tschüss. Easy. Nice. Mit vollen Herzen sogar in dieser Challenge. Das ist nicht so schlecht. The Credit Card bekommen wir. Okay. Keine Ahnung. Kreditkarte. Doch, ich glaube, ich weiß, was sie macht. Ich weiß gar nicht, woher. Ich glaube, wenn wir die einsetzen in einem Raum, in einem Shop, dann sind die Items umsonst. Ziemlich cool. Na gut, die Challenge war auch ziemlich cool. Haben wir erfolgreich gemeistert. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.